mal für heute. Ihr seht, ich bin immer noch gleich angezogen, ist immer noch derselbe Tag, wir haben Montag. Es ist aber einer von diesen typischen Montagen, ne? Garfield, I hate Mondays. Also ich hate sie jetzt nicht unbedingt, aber ich feiere diesen hier ganz sicher auch nicht. Das ist sehr anstrengend. So, ich werde euch dann noch den Rossmann-Haul zeigen, das ist wirklich nicht viel. Ein, zwei Sachen habe ich auch schon weggegeben. Da war einmal ein Spielzeug für das Pupsilein dabei. Das hat sie schon ausgepackt. Also ich habe es ausgepackt und sie hat schon damit gespielt. Beziehungsweise wir spielen immer eine Runde aufheben. Also sie schmeißt runter, ich hebe auf, sie schmeißt runter, ich hebe auf. Egal, bis dann die Oma die Schnauze voll hat und dann war es das. Ne? Gut, also das Spielzeug war dabei und dann war da noch, was war denn noch da dabei, was ich schon weggetan habe? Ich glaube, das war es eigentlich soweit. Einen von den Rohrreinigern, aber das zeige ich euch jetzt gleich. Und von den Zahnbürsten auch eine, weil das nämlich auch für das Pupsilein war. So, ich habe mir dann mal zum Ausprobieren diese Hands of My Chocolate Birthday Cake bestellt bei Rossmann. Die, was sie gekostet haben, ich weiß es nicht. Diesen Zettel habe ich definitiv nicht mehr, aber sie waren nicht teuer, ein paar Cent. Strawberry and Meringue White and Milk Chocolate. Die wollte ich einfach mal ausprobieren. Das sind so kleine, so wie die Schoketten. Kennt ihr die? So diese runden, so Schoketten sind ja viereckig, die hier sind rund. Wollte ich mal ausprobieren. Ne? Ich wollte mal so ein bisschen was anderes ausprobieren. Nicht immer so wieder dasselbe, diese Action oder Kaktus oder Adeles oder Rewe, so Süßigkeiten. Das ist mal ein bisschen was anderes. Ist das jetzt All Natural Fair Traceable Cocoa Mass? Ja, ist alles so ein bisschen nachhaltig und so. Vegan ist es jetzt nicht, muss auch nicht sein. Aber egal. Das ist alles Fair Trade und so. Ich wollte das mal ausprobieren. Mal gucken, wie es ist. Dann habe ich dann hier noch diese. Die mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Diese Kokosnuss-Schokoladenplätzchen kriegt man ja auch von, ich glaube, von Balsen oder so. Die hier sind jetzt von Das Exquisite. Feines Gebäck mit Schokoladenüberzug und Kokosraspeln. Kokofleur. Das ist jetzt Zartbitterschokolade, aber so in Verbindung mit diesem Kokos mag ich das ganz gerne. So, und dann habe ich mir noch hier diese geholt, diese Alnatura Mais Minis Shower Cream and Onion. Die wollte ich mal versuchen. Ich bin halt in dem Glauben, dass die vielleicht nicht ganz so viele Kalorien haben wie die Chips. Und wenn die lecker sind, dann werde ich mir öfters mal davon holen, anstatt mir eine Tüte Chips reinzupfeifen und langsam aber sicher aus dem Leim zu gehen. Und diese hier, das sind aber jetzt Schoko-Reiswaffeln, aber es sind halt auch Reiswaffeln. Und ja, ich weiß, Schokolade ist Schokolade, aber von der Hoffnung lebt der Mensch, gell? Garfield, lass sie in Ruhe. Garfield! Ach gut, der hat was gegen seinen Schwanz, der ist gerade dabei, seinen Schwanz zu jagen. Ich sag ja, hier leben keine normalen Viecher. Keine normalen Menschen, keine normalen Viecher, alle sind bekloppt. Macht aber nichts, so. Was habe ich denn dann? Jetzt hat der blöde Kater mich ganz durcheinander gemacht. So, das war das Naschi. Ich hatte dann für die Kleine noch so Bananen-Apfel-Flips geholt. Und die hat sie sich auch schon reingepfiffen. Die hat die anscheinend sehr gerne. Ah gut, ist ja gut. Dann hatte ich ein kleines Goodie dabei. Das war so ein Auszug aus einem Roman, den man lesen konnte und sich dann den Roman kaufen, wenn man weiß, wissen will, wie es weitergeht. Aber es hat mich nicht interessiert, also habe ich es weggeschmissen. Und ich hatte dann diese kleine Zahncreme als Goodie dabei. Parodontax Complete Protection, extra frisch. Das ist dann für meinen Mann. Das hat ideale Reisegröße. Das wird dann ins Reiseetui fliegen. Es fliegt ins Reiseetui. So, dann habe ich mir von Green Dog diese Einschlafhilfen geholt. Melatonin hochdosiert. Melatonin ist ja bekanntlicherweise das Spurenelement, das uns beim Einschlafen hilft, das im Gehirn die Funktion auslöst, du bist müde, du schlaf. Das ist ja bei mir etwas sehr gestört. Ich habe ja Schlaftabletten und da meine Schlaftabletten immer so ein, zwei Tage zur Neige gehe, bevor ich die nächsten wieder bekomme in der Apotheke und die machen da immer ein riesen Drama draus, habe ich mir die hier geholt. Es ist natürlich vegan 100% und ja, mit 1,8 Milligramm Melatonin pro Kapsel verkürzt die Einschlafzeit ohne Gewöhnungseffekt. Und ich wollte mal ausprobieren, ob ich mir dann vielleicht so eine, zwei reinpfeife, um halt die Zeit zu überbrücken, bis ich dann wieder richtig schlafen kann. Na, ich weiß, bei mir ist der Gewöhnungseffekt leider schon da von dem Schlafmittel. Ich habe das im Krankenhaus angefangen, beziehungsweise sie haben das angefangen und ich bin jetzt schon mal froh, dass ich auf etwas leichterem bin, anstatt das, was sie mir da reingestopft haben. Aber abhängig ist abhängig und das ist nun mal halt so. Ich kann es nicht beschönigen, aber was soll's. Ne? So, dann habe ich mir diesen Rohrreiniger geholt. Der hat, ich glaube,
49 oder 39 Cent oder 22 Cent sogar nur so ein Päckchen gekostet, das für eine Anwendung. Rorax Axion Rohrfrei Power Granulat. Wirkt sofort in 3 Minuten, ein Portionspack. Das heißt, man kippt einen von diesen Päckchen in das verstopfte Rohr rein, lässt es dann ein bisschen warmes Wasser drauf, lässt es 3 Minuten einwirken und dann mit warmem Wasser nachspülen. Und ich habe oben im Bad und hier auch hier unten im Bad ziemlich Probleme mit dem Abfluss. Und dann will ich das dann halt mal ausprobieren, ob es dann damit besser wird. Ich hatte einen aus dem Action und der hat dreimal gar nichts gewirkt. Da hätte ich auch rein Pipi machen können. Das hätte genauso viel das Rohr frei gemacht. Gut, dann habe ich mir noch eine von denen hier geholt. XXL Tinti Badekugel. Jawohl, 2-Farben-Bad. Ja, mit einem XXL Schwamm zum Sammeln dabei. Färbt weder Haut noch Wanne und ich finde die Tinti-Sachen eigentlich sehr, sehr gut. Ich werde nächstes Jahr auch wahrscheinlich den Adventskalender von Tinti mir besorgen und verschenken. Ja, nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Der ist tatsächlich auch fürs Pupsi, aber dann halt nicht sofort. Der wird dann auf Seite gestellt, der wird ja nicht schlicht. War auch im Angebot. So, dann habe ich mir einen... Moment, ich muss gerade hier einen Hitzeschutz fürs Haar geholt. Ich habe ja gesagt, ich habe das weder das Glätteisen noch das, den Föhn jetzt besonders oft benutzt. Einmal zum Ausprobieren, weil ich eben keinen Hitzeschutz hatte. Meine Tochter hat mir jetzt einen gekauft, den hat sie aber noch daheim, den sie benutzt von Kerastase. Der ist sehr teuer, die hat ihn mir geschenkt, aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht. Der kostet aber auch, ich glaube, 36 Euro so eine Tube. Ne? Und das ist schon heftig. Habe ich mir jetzt zum Überbrücken den hier geholt. Das ist von Schwarzkopf, Got to Be. Schutzengel heißt der, 220 Grad Hitzeschutzspray für heiße Styles. Gloss, plus Gloss Finish, also schützen, glänzen, pflegen. So, das sprüht man dann rein. Himmlisch pflegende Lotion mit bis zu 220 Grad Hitzeschutz. Macht dein Haar unbesiegbar beim Einsatz von Föhn, Glätteisen oder Lockenstab. On top sorgt dein Beschützer mit einem strahlenden Gloss-Finish für einen wahren Heiligenschein, ohne zu beschweren. Ob gut oder bad girl, jede braucht einen Schutzengel. Ist doch toll, ihr seid meine Schutzengel, ich brauche da gar keinen. Ich brauche das nur für den Hitzeschutz, Schutzengel seid ihr. So, jetzt bin ich fertig mit Rumschleimen, sonst rutsche ich vom Stuhl. Aber es stimmt wirklich, durch euch geht es mir viel, viel besser. Könnt ihr euch auf eure Kappe schreiben, dass es der Irren gut geht. Jappala. So, dann habe ich für meine Wäsche, ich bin jetzt mittlerweile so ein richtiger Wäscheduft-Junkie geworden. Nochmal Junkie. Und da habe ich mir einmal dieses von Lenore Unstoppable. Ja, da. Unstoppable von Lenore geholt. Und zwar Duft von Ariel steht hier jetzt. Weiß ich jetzt gar nicht, nach was das so wirklich riecht. Da kann man da drücken an der Flasche und am Deckel riechen. Also ich sag mal, es ist so dieser typische Lenore-Duft. Ein bisschen frischer, würde ich sagen, noch. Das riecht jetzt nicht direkt nach leinenfrischem Duft, aber es riecht sehr, sehr gut. Und auch nicht zu heftig. So, und dann habe ich mir von Domol noch dieses Purple Stars geholt. Wie gesagt, Preise kann ich euch jetzt wirklich nicht mehr sagen. Das ist, ja, da kann man dann auch an der Flasche drücken und oder hier kann man auch aufschrauben. Der ist auf. Der riecht zwar heftig, aber das sind so, seht ihr, so kleine, so Perlchen sind das, so ein bisschen größere. Ah ja gut, das andere sind ja so runde Kügelchen und das hier sind so flache Perlchen. Da sieht man es auch, ohne dass ich es auskippen muss. Da. Seht ihr es? Oh, flache Pastillchen sind das. So, dann habe ich mir von Dr. Beckmann hier diesen Geruchsentferner geholt. Weil, aus dem Grund, ne, ihr wisst ja schon Bescheid, die kranke Katze, Pipi, überall mache ich die Tücher sauber mit Waschtüch, mit Putzlampen und alles. Und das riecht aber dann auch nach der Wäsche nicht so gut, auch mit allem. Und da habe ich dann diesen Textil-Geruchsreiniger genommen. Dr. Beckmann ist ja auch eigentlich eine ganz gute Marke. Und da steht dann auch drauf, hochwirksam für langanhaltende Frische, Dreifachwirkung, entfernt hartnäckige Gerüche, beugt Geruchsbildung vor und aktiviert die Frische. 14 Wäschen. Wir werden sehen, ich probiere das aus. Wenn es gut ist, werde ich es mir nachbestellen. Werde ich euch auch dann auch berichten. Wenn ich euch alles berichte, werden das wieder 7 Videos, sage ich dem yes. So, dann habe ich mir, um beim Waschmittel zu bleiben, diese Coral Optimal Color, weil ich ja jetzt ganz viele von diesen wirklich knallbunten Sachen mir gekauft habe, die auch nicht so billig waren. Sie waren zwar in dem Angebot, aber trotzdem, man muss ja nicht. Na. Und da habe ich mir von Coral
Optimal Color All in One Caps geholt. Saubere Farben, Reinheit, frischer Duft, faserschonend und effektiv schon bei 30 Grad für 16 Wäschen. Box 100% recycelbar. Gut, ich werde das ausprobieren. Das sind diese Caps, ne? Wie ihr seht ja da, diese drei. Mit denen hatte ich jetzt, ich weiß nicht, ob das an meinem, an der Feuchtigkeit in der Waschküche liegt oder was auch immer. Ich hatte von Persil oder Dash oder was weiß ich, so Caps für ein Vollwaschmittel, auch mit diesen vier Kammern, in der Mitte so und dann rundherum so vier Kammern. Und da ist mir eine aufgeweicht, irgendwie kaputt gegangen und dann durch das Spülmittel, das ja nass ist, sind auch andere mit aufgeweicht, verschiedene Kammern. Ich hatte eine Riesensauerei in dieser Box drin, die habe ich jetzt mal ausgewaschen, die kaputten weggeschmissen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also auf jeden Fall waren die kaputt und ja, es war lustig. Ich hatte Waschmittel überall, wo ich es nicht gebrauchen konnte. Stellt euch es selber vor. Ja, mein Sohn war dabei, der hat, ja, geh weg. Die Reaktion eines 2 Meter langen, wie soll ich das ausdrücken? Naja, wie auch immer, denkt euch den Rest. Also egal. So, dann habe ich mir für das die Fasern Renew and Care Caps geholt von Perwoll. Reinheit, Farberfrischung, Faserglättung, Dufterlebnis für dunkle Farben ist das hier. Das ist für schwarz. Also das werde ich für schwarz benutzen. Ich habe nämlich kein Waschmittel mehr für schwarze Sachen. Und bei mir verblasst das halt wirklich dann auch mal schnell, weil schwarz ist sehr beliebt bei uns zum Anziehen. Das wird dann auch öfters mal gewaschen und ja, ihr kennt das. Ne? Und ich will ja auch nicht jedes Mal dann wieder färben. Ist auch blöd, ne? Ja, versuche ich das mal. Vielleicht hält das Schwarze ein bisschen länger richtig schwarz und nicht grau. So, dann habe ich mir noch diese hier geholt, auch von Perwoll. Das ist auch ein Feinwaschmittel, aber eher für Wolle dann. Ja, kennt man ja, Perwoll, Wolle. Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen oder so. Ich wäre gut als Werbeträger. Farberfrischung, Faserglättung, Dufterlebnis. Und ich habe ein Wollwaschmittel benutzt schon mal und da war mein neuer Pullover trotzdem so, wie soll ich sagen, ich habe es mit 30 Grad gewaschen und trotzdem war er auch mit Feinwäscheprogramm, natürlich keinen Trockner, sonst hätte ich den Pupsis anziehen können, schön hingelegt, getrocknet, gemacht, getan und trotzdem war der so, wie nennt man das, so kriselig, ne? So diese Wollklümpchen da, nicht viel, aber es war. Ich habe mir jetzt auch bei Amazon so ein Wollfaser, Knusel, Knötchen, Entferner geholt und Rasierer. Dann muss ich da mit dem mal drüber gehen. Was machst du denn da? Komm da raus! Guckt er mich hinterm Fernseher an. Hallo? Der bekäme den ersten Preis fürs blöde Gucken. So, dann habe ich noch mal dieses Weißwaschmittel geholt. Domol White. Für meine weiße Wäsche halt dann eben. Faserschonende Reinheit, mindert Knötchen und Fusselbildung für intensive Weißleuchtkraft. Ich auch probieren. Das war auch nicht teuer. Ich glaube, das hat 2 Euro, so diese ganze Flasche. Das ist Rossmann Eigenmarke Domol, ne? 1,5 Liter sind da drin. Und ja, tiefenwirksame Reinigung und modernste Faserpflege für ihre weiße Wäsche. Gut, ich werde das alles ausprobieren. Ich war bis jetzt immer so, während meiner Sucht vor allem, immer so, es ist gewaschen, fertig. Es war mir schnurzegal, was ich wie in die Wäsche geschmissen habe und in die Maschine und was im Trockner war und nicht. Das bin ich jetzt sehr, sehr eigen mit geworden und ja, da muss ich das halt alles ausprobieren jetzt, ne? Dann habe ich hier von Perwoll nochmal das ein extra Wolle Waschmittel. Das andere ist ja fein und Wolle. Das hier ist jetzt nur Wolle. Ich wasche mich zu Tode im Moment. Und ich habe nochmal ein Fein, Wolle und Feines. Nochmal die große Flasche. Weil hier wird wirklich jeden Tag, wir laufen 3-4 Maschinen. Und weil ja auch alles dann sortiert wird. Und na, schwarz, weiß, bunt, Wolle, Feines. Und dann halt die 60 Grad Wäsche. Heißer als 60 Grad wasche ich nichts. Braucht man nicht. Muss man nicht haben. 90 Grad ist komplett überflüssig. Braucht man nicht. Belastet nur die Umwelt und verbraucht viel zu viel Wasser. So, dann habe ich meinem Mann noch seine versprochenen Zahnbürsten gekauft. Extra weich. Der hat ja so Probleme mit den Zähnen, mit dem Zahnfleisch. Extra weich von Almex. 2 Stück. Sensitiv Professional. Ja, Zahnbürsten halt, ne? Hat er jetzt 2. Und dann habe ich fürs Pupsi, das war so ein Dreierpack, 2 hat meine Tochter, 1 habe ich mir behalten. Sie hat die rosane, ich habe die grüne.
Das ist so, was weiß ich, ein Frosch oder was ist da drauf? Und das ist halt für Erste, die sind so süß. Guck mal, wie klein das, na, oh, da, so wie klein das ist, wie diese zwei Zähnchen vorne. Erste Zähne weich, erreicht jedes Zähnchen rund um 0 bis 2 Jahre. Und die Rutschgriff, ja, weil sie wehrt sich immer ziemlich, wenn man da in den Mund rumfummelt. Ja, Dr. Best, ne? Habe ich eine bei mir, wenn sie dann mal bei mir ist und gegessen hat, wie morgen jetzt, kommt sie ja, dann koche ich für die kleine Pupsmaus. Und dann, so langsam wird sie an feste Nahrung gewöhnt, das klingt so toll, ne? Sie wird an feste Nahrung gewöhnt. Ja, morgen mache ich dann Fisch und ich mache Blumenkohl und Kartoffeln, bin ich am Kochen. Ja, dann essen wir beide, ne? Das Pupsi und ich. Das wird lustig, da freue ich mich drauf. Gut, und dann habe ich noch ein bisschen Schminki, nein, nicht Schminki geholt. Das ist kein Schminki, es ist eigentlich mehr Pflege. Das hier ist von Santé Natural Lash Extension Serum mit Arganin from Natural Origin für stärkere und längere Wimpern. Und ich habe von diesem Wimpernserum schon welches benutzt und meine Wimpern sind also mindestens um die Hälfte länger geworden. Also nicht gerade um die Hälfte, aber ein Drittel schon. Sie sind wirklich jetzt stark, sie brechen nicht mehr. Sie wachsen wirklich schön nach. Sie sind dichter geworden, auch beim ich merke das beim Tuschen. Also es sind viel mehr zu tuschen da, als am Anfang, als war. Ne? Ja, für stärkere und längere Wimpern und das schützt dann auch die Wimpern vom Brechen. Und Santé ist eine sehr, sehr gute Marke. Das war jetzt auch nicht so günstig, kann ich mich erinnern. Aber was genau, wie gesagt, weiß ich nicht. Das ist hormonfrei. Da sind nur Peptide drin und halt natürliche Sachen. Ist ja auch ganz wichtig zu wissen. Ne? Manche wollen es ja nicht mit Hormonen. Ist ja auch nicht so ganz gut, wenn man dem Körper ständig Hormone zufügt. Obwohl das das Wachstum natürlich ideal anregt, aber es geht auch mit den natürlichen Sachen, nur halt langsam. Was habe ich hier noch? Hier habe ich mir dann noch einen von Wet n Wild, einen Highlight of my life geholt. Und zwar ist das ein Augenbrauen-Highlighter. Der ist noch zu. Das ist so ein heller, so ein ganz heller Augenbrauen-Vorzeichner, ne? Dass man da ein bisschen weiß, wo man dann die Braue hinpappt. Ich habe da mit den Augenbrauen, bin ich immer am längsten dran, das ist furchtbar. Sie sind jetzt so ein bisschen, ja, also, naja, gut. Ich kann damit rumspielen, aber gut. Und dann habe ich hier noch ein verdichtendes Augenbrauengel, weil meine Augenbrauen ist dasselbe Problem wie mit den Wimpern. Die sind nur sporadisch vorhanden und außerdem hellblond. Ja, das hier soll jetzt die Brauen etwas dichter erscheinen lassen. Ich werde es ausprobieren. Und zu guter Letzt, ja, so ist richtig, habe ich hier noch einen Augenbrauenroller mir geholt. Wenn ich dann die Härchen hier, die überstehen, wenn ich dann geschminkt habe, sehe ich dann immer, wo Härchen überstehen, die rasiere ich mir dann weg oder ich zupfe sie aus. Und das ist dann, um das Auge zu beruhigen, so ein Cool-Stift. Oh Mann, ein Cool-Stift. So, das war's, ihr lieben Leute. Wie gesagt, Amazon kommt noch, aber da kommt noch einiges nach und ich habe bis jetzt nur einen Artikel für mich bekommen, einen für meine Tochter. Ich werde euch das alles beieinander zeigen. Ich werde diese Videos, die ich jetzt hier gedreht habe, heute alle zusammen, diese 4, 5, 6, ich weiß nicht wie viele, zusammensetzen, beschneiden, bearbeiten. Beschneiden klingt auch gut. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde das versuchen. Für euch gebe ich mir die größte Mühe, meine Süßen. Ich hoffe, ihr bleibt mir gewogen. Ihr habt mich immer noch lieb, auch nach diesem Marathon-Dreh. Ich drücke euch ganz, ganz feste. Küsschen aufs Schnüsschen. Däumchen nach oben. Kommentar, Abo machen, liken. Wunderbar. Gefällt mir. Ihr seid toll.